Komm, Link, dreht sie auf. Bada. Busch. Und ignoriere weiterhin Navi. Die hat ihr mit Rauru beschlossen, dich im Zeittempel einzufrieren. Hier im Tempel des Lichts, in der Halle der Weisen und so. Voll die doofe Crew hier. Benutze ihn, um entfernte Objekte zu dir zu holen. Oder um dich an ein Objekt heranzuziehen. Ja, der Fanghaken. Wenn ich alles von Anfang an vorgelesen hätte, müsste ich es jetzt nicht zusammenfassen. Aber im Großen und Ganzen paralysiert dieser Gegner und zieht einen an alles Holzartige heran, was man damit anvisieren kann. So, hier die Steine, wo ich schon das Lied gespielt habe. Kennen wir noch aus der Zitadelle der Zeit. Spielen wir einfach das Lied und dann kommen sie weg da. Kommen wir auch weiter hier. Hopp. So, jetzt sind wir an der Ecke, wo uns der tote Totengräber Boris gewarnt hat, vorsichtig zu sein. Denn wir könnten das Herz einsammeln. Machen wir aber nicht. Stattdessen gehen wir raus. Und wandern jetzt schnell nach Goronia weiter. Um uns dort etwas Nettes zu holen. Was uns mehr Ärger als Probleme bringt. Mehr Ärger als Probleme. Mehr Ärger als Freude. So ist es richtig. Hier noch ein Bettler vorbei, dem man eine Fee oder einen Fisch geben kann oder Käfer. Dafür gibt er einen ein paar Rubine. Das bringt uns nur gar nichts, denn wir haben weder eine Fee, einen Fisch, Käfer dabei, noch hätten wir Platz für Rubine. Insofern gehen wir hier auch einfach weiter hoch. So, hier das munter rum. So, machen wir hier wieder Seitensprünge in der Hoffnung, dass es schneller. Hopp, hopp, hopp. Na los, Link. Ach, am Stein vorbei. Der hätte mich gerade erwischen können. Link, pass mal besser auf die Steine, die da von der Decke rollen. Die könnten dich töten irgendwann. Du hast nur 3 Herzen. So, einfach mal hier wieder nach links. Huch, da wäre ich ja bald den Abgrund einfach hinabgesprungen. Wäre minder ratsam gewesen. Um nicht zu sagen, absolut dumm. Aber hier hüpfen wir weiter. Link, schneller. So, und hier ist jetzt Goronia links von uns. Und wir betreten es. Wir sehen schon, es ist ein bisschen ausgestorbener als damals. Da kümmern wir uns aber jetzt noch nicht groß drum. Stattdessen pumpen wir uns hier nur kurz rein. Hier könnte uns vielleicht der einzige noch vorhandene Gorone vorbeikommen. Beziehungsweise einer der zwei, die neu drin sind. Ja. Treffe ich ihn über Zufall. Höre meinen Namen und neige dein Haupt in Ehrfurcht. Gut, dann rede ich jetzt mit ihm. Das nehmen wir dann direkt mit. Müssen wir das später nicht mehr machen. Das ist nämlich für den zweiten Tempel als Erwachsener. Müssten wir den mit Bomben erwischen, aber gerade habe ich ihn ja zufällig erwischt. Auch dein Name ist Navik? Dann musst du der legendäre Dodongo-Jäger sein. Der mächtige Navik. Taronia ist mein Vater. Kennst du ihn? Er benannte mich nach dir, weil du tapfer bist und viel für unser Volk getan hast. Mir gefällt der Name. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Navik, für uns bist du ein echter Volksheld. Ich bin stolz, dich kennengelernt zu haben. Gib mir bitte ein Autogramm. Schreib, für meinen Freund Navik, den Goronen. Oh, es mag ein schlechter Zeitpunkt sein, dich erneut um Hilfe zu bitten, doch hör mich an. Mein Vater, Darunia, begab sich zum Feuertempel. Dort lebt ein Höllendrache. Wenn wir uns nicht beeilen, ist mein Vater verloren. Daddy. Ich will mehr über den Drachen wissen. Vor langer Zeit lebte eine diabolische Kreatur namens Volvagia in den Höhlen dieses Berges. Diese Drachenkreatur wütete auf grausamste Art. Sie fraß Gorgonen bei lebendigem Leib. Mit Hilfe eines legendären Hammers gelang es schließlich, Volvagia zu vernichten. So erzählt die Legende aus vergangener Zeit. Ich weiß, dass sie wahr ist. Einer der Vorfahren meines Vaters war nämlich derjenige, der die Kreatur vernichtete. Daddy! Okay, über die Goronen. Vater war gerade nicht hier, als alle von Ganondorf in den Feuertempel verschleppt wurden. Es war schrecklich. Ganondorfs Leute fielen in unsere Stadt ein.
und nahmen alle gefangen. Jetzt sollen sie wohl Vagia geopfert werden. Vater sagte, dass Ganondorf die Drachenkreatur wiedererweckt hat. Als Warnung an alle, die sich ihm widersetzen, will der Tyrann die Geroden dem Drachen voll Vagia zum Fraß vorwerfen. Also brach Vater ganz allein zum Tempel auf, um sie zu befreien. Bitte, hilf ihm, Navi. Möge diese Goron-Rüstung zum Gelingen deiner Mission beitragen. Ja, danke für die Rüstung. Oh, und die Türen öffnen sich. Auch sehr nützlich für später, wenn ich Zeit habe, mich um deine Probleme zu kümmern. Die 5-6 Goronen, die in der Zwischenzeit an Volvagia verfüttert werden, werden schon nicht weiter auffallen. Glaub mir, das sind eh alles Idioten. Ja, dein Volk besteht aus Idioten. Aber erzähl's nicht Darunia, der haut mir sonst wieder auf den Kopf und das tat verdammt weh. So, hauen wir uns noch von vorne eine weitere Bombe und sparen uns unsere eigenen auf. Das müsste auch die letzte Wand gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. Nein? Links halt doch eine eigene Bombe. Ich habe eine Waffe fertiggestellt. Wie wär's damit? Möchtest du vielleicht diese Waffe für 200 Rubine kaufen? Ja klar. Das Langschwert. Schwinge es mit B. Benutzt du es, kannst du deinen Schild nicht einsetzen. Welchen Schild, du verdammtes Scheißspiel? Ich hab keinen Schild. Immer wieder Navi hier in Dodongos Höhle. Benutze das gegen diese Gegner. Bitte, mach das mit deinem Schild. Du kannst dein Schild jetzt nicht einsetzen. Ich habe keinen Schild, verdammt nochmal. Und jetzt habe ich ein zerbrochenes Langschwert. Yay. Für alle, die glauben, das war Zufall, nein, es war sogar extra. Ziel ist immer noch, dass ich es mir hier so unnötig schwer wie möglich mache. Und da gehört es halt jetzt für mich zu, mein Langschwert zu kaufen und zu zerbrechen hier, ne? So, nehmen wir hier mal eine Abkürzung durch die verlorenen Wälder. Denn ich weiß ja, wo wir hin müssen. Da schlag auch immer die Pflanzen. In der Hoffnung, was Nützliches zu kriegen. Da war noch nichts dabei. Das Herz bringt mir jetzt noch nicht so viel. Ja, hier komm, mit dir rede ich jetzt gar nicht. Ich weiß, was du willst. Du willst nämlich dieses Lied hören, das hier im Wald keiner kennt, obwohl es im Hintergrund durchgängig läuft. Wer sollte drauf kommen? Ne? Oh, nee, das Lied will er gar nicht hören. Da tue ich einen auf schlau und zack, falsches Lied. Zack. Falsches Lied. Das war jetzt richtig. Die Melodie. Salia hat sie geschrieben. Sie kennen Salia, das Lied. Salia hat das Lied nur ihren engsten Freunden beigebracht. Nun gut, ich vertraue dir. Komisch, irgendwie erinnert er mich an jemanden. Ja, du erinnerst mich auch an so einen kleinen Jungen, der mir damals die Schuld daran gegeben hat, den Dekobaum getötet zu haben. Aber ich verzeihe dir. Bis ich einen Weg gefunden habe, dich auch in diesem Spiel zu töten, dann hole ich das nach. Aber bis dahin verzeih ich mir. So, gucken wir mal noch schnell. Nein, wir kriegen nichts Tolles. Gut, kriegen wir halt nichts Tolles. Gehen wir hier weiter in Richtung Waldlichtung, denn das ist unser nächstes großes Ziel. Listen! Ab hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig, damit dich keine miesen Typen erwischen. Drücke Z. Und stelle dich gleich in die richtige Richtung. So schaust du sofort den Gang hinab, wenn du um die Ecke gehst. Hast du dich richtig hingestellt? Halte Z gedrückt und laufe seitwärts um die Ecke. So kann dir niemand auflauern. Danke, Navi. Redest du von niemandem wie dem hier? Ja, er kann mir nicht auflauern, ne Navi? Kann er gar nicht. Danke für deinen nützlichen Tipp, Navi. Der hat's richtig gebracht hier. Der hat mich absolut nicht erwischt. Nimm das. Ha, Herzen. Das ist nett. Uhuhu, verarscht. Vollidiot. Wie weit will der denn noch rückwärts laufen? So, und tot. Was gibst du mir? Nichts! Der mir einfach gar nichts. Wo?
Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut. So, haben wir auch dich erledigt. Ach, gib mir auch nichts. All diese Geizhälse hier, nicht zu fassen. So, da hinten geht er gerade um die Ecke. Das kommt mir sehr gelegen. Dann kann ich hier direkt rechts hoch. Links von mir, da wo die Leiter gerade links im Bild war, wäre übrigens ein Feenbrunnen gewesen. Allerdings benutze ich keine Feen. Und dementsprechend habe ich ihn mal ignoriert. Ich hoffe, das nimmt mir keiner krumm. Ach, da sind wir wieder auf der Waldlichtung, Modus. Wo uns Salia damals ihr Lied beigebracht hat. Aber sie ist nicht mehr da. Wo ist sie? Was ist geschehen? Ganondorf, du Schuft! Gib mir Salia wieder! Stattdessen krieg ich Sheik, na schönen Dank. Na schönen Dank, die Labertasche wieder. Ich wollte Salia. Wo ist Salia? Sag es mir. Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, das sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Mit dem Menuett des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Ja, jetzt lernen wir nämlich auch neue Arten von Lieder für die Ocarina. Und zwar Warp-Lieder. Mit denen können wir uns immer wieder an bestimmte Orte warpen. Jedes Lied hat einen bestimmten Ort, wo es uns hinbringt. Das Menuett des Waldes bringt uns hier vor den Waldtempel. Und deswegen lernen wir es auch recht dankbar, auch wenn wir die Abkürzung vermutlich niemals brauchen werden. Ist aber trotzdem nett. Im normalen Spiel verlässt man den Tempel nämlich nochmal, um irgendwelche Items zu holen. Beispielsweise Bomben zu kaufen, Pfeile nachzufüllen und so weiter. Und dann kann man sich einfach dahin warpen. Furchtbar praktisch. Ich werde es nur, wie gesagt, wahrscheinlich nicht benutzen. Du hast das Menuett des Waldes erlernt. Navik, wir werden uns wiedersehen. Na, ich hoffe, dann hast du mal bessere Infos für mich. So, in dem Sinne, haben wir auch hier den Teil jetzt soweit geschafft. Ich werde jetzt gerade noch in den Waldtempel hochgehen. Aber dann Schluss machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt euch irgendwas in die Kommentare, was euch gefallen hat, was ihr doof fandet. Fragen, die ich gestellt habe, falls ich welche gestellt habe. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber wir sehen uns hoffentlich im nächsten Teil. In dem Sinne, bis dann, euer Navik. Horridö.